Hallo meine Lieben, ich komme mit einem ganz neuen Thema. Kann die Kunst oder wie kann die Kunst uns dabei helfen, wieder zu Kraft zu kommen und vielleicht sogar zu heilen? Was mir recht wichtig war, ist das Skizzenbuch. Da habe ich mich wirklich bemüht, ein Skizzenbuch zu finden, das hochwertig ist, ich gerne in die Hand nehme und das ich irgendwie besonders finde, hier mit den bunten Seiten und auch relativ dicke Seiten. Ich beginne jetzt gerade erstmal so, dass ich mir hier oben eben ein paar Stichwörter hingeschrieben habe, so Keywords, die mich so ein bisschen anleiten sollen. Das erste, was mir eingefallen ist, was ich eben brauche, wäre Ruhe. Ich möchte relaxen und ich möchte, dass es leicht ist. Dann habe ich natürlich erstmal Federn jetzt gemalt, weil ja, das ist so das, was mir jetzt gerade auch tatsächlich die Entspannung gibt. Ich war während dem Malen teilweise in einem anstrengenden Telefonat und male jetzt in Ruhe weiter und merke, wie mich das sofort, ehrlich gesagt, wieder reguliert und beruhigt. Gerade jetzt dieser Teil mit dem Malen, das Zeichnen finde ich auch oft sehr entspannend und die Linie. Aber dieses Malen ist für heute, für jetzt gerade, für meinen Zustand gerade, ist es noch besser. Weil ich habe ja auch immer noch das Problem mit den Armen, ne? Und dann ist dieses noch weniger Widerstand und fließen lassen und so, finde ich immer sehr, sehr hilfreich. Also Aquarell finde ich fürs Loslassen sehr hilfreich. Das Aquarell würde ich aber nur dann empfehlen, wenn man das Loslassen mit Aquarell schon kann. Weil ansonsten kann es natürlich auch sein, dass man sich wieder stresst, weil man etwas Bestimmtes malen muss oder will. Und das kann manchmal mit Aquarell schwierig sein, wenn man Aquarell noch nicht gebändigt hat, wenn man Aquarell ja noch nicht richtig kennt. Ich möchte jeden Tag etwas machen, was mich durch eine Aufgabe auf positive Gedanken bringt und wieder mit meinen Blueprints, mit den Dingen, die ich denke, dass sie wichtig sind für mich, dass es mich damit verbindet und nicht mit den negativen Gedanken. Denn die negativen Gedanken, die können einen eigentlich nur in der Abwärtsspirale nach unten begleiten. Und darauf wollen wir uns nicht fokussieren. Also Fokus ist unser aller wichtigstes Element, auch in der Gestaltung. Und dann die nächste Frage ist, was wir machen. Wir wollen uns auf jeden Fall erstmal darauf fokussieren, etwas zu tun, das uns mit positiver Energie durch den Tag begleiten kann oder am Morgen oder abends oder im Skizzenbuch unterwegs tatsächlich als Skill begleitet. Ich finde das toll, weil es schon ein wirklich direkt sehr positive Wirkung auf mich hat, ehrlich gesagt. Dieser Moment, wenn du dich öffnest, ist schon sehr zauberhaft, muss ich sagen. Leider hatte ich vorher nicht mehr genügend Speicherplatz, deshalb wurde das Zeichnen dieser Skizze nicht aufgenommen. Ja, also ich werde jetzt einfach weiter skizzieren und dann mit dem Anmalen beginnen. Ich habe hier festgestellt, bei dem Bild von gestern, da habe ich den Kasten hier mehr benutzt und habe auch hier eben festgestellt, dass da Neonfarben drin sind. Und die haben richtig schön mit den Metallicfarben zusammen funktioniert. Das hat total Spaß gemacht. Und ja, ich möchte jetzt die Metallicfarben, die Neonfarben und die granulierenden und supergranulierenden Farben hier mehr ausprobieren heute, weil das ist so richtig schön besonders und ich benutze die so selten und das gibt mir irgendwie noch so ein ganz schönes Extra-Gefühl irgendwie so von Besonderheit, wenn ich jetzt auch noch Dinge benutze, die für mich besonders sind. Also die granulierenden Farben, die sind ja auch recht teuer, die benutze ich nicht so oft. Also die super granulierenden Farben und ja, genau, also ich habe jetzt richtig Lust und möchte gerne weitermachen. So, also ich bin mit der ersten Zeichnung vom zweiten Tag fertig. Ich habe für den Elefanten super granulierende Farbe von Horadam benutzt. Galaxy, schwarze Farbe. Dann, ja, hier für das Needle habe ich Farben aus dem Kasten benutzt und eine Metallic-Farbe aus dem Kasten. Ich bin soweit zufrieden, hat mich total entspannt. Ich habe nebenbei ein Hörbuch gehört, Tee getrunken und ja, geschaut, dass es gut riecht mit Kerzen und Sandelholz. Wie gesagt, es sensibilisiert mich. Ich mache mir also an diesen 10 Minuten, 15 Minuten, eine halbe Stunde, Stunde, wie viel Zeit man sich auch immer nehmen kann, mache ich mir dann auch einen Tee, überlege mir, was ich essen möchte, trinke nebenbei, selbst wenn es jetzt Wasser ist oder Tee oder was auch immer, aber ich habe wieder so ein
so ein Draht zu mir. Und ich glaube, das ist das, was einem ganz oft fehlt, wenn man halt so nicht mehr so richtig bei sich selbst ist. Gerade am Ende vom Jahr, ganz ehrlich, da kommen so viele Sachen zusammen. Die meisten Leute sind gestresst. Total glücklich, aber auch gestresst. Und dann kommt eben dieses ganze Wintergedöns dazu. Wenig Licht, wenig Sonne, kein Vitamin D auf natürliche Art und Weise. Alle sind irgendwie mit sich selbst beschäftigt, weil es halt so eine Zeit ist, wo alle so aufgeregt sind irgendwie. Und ja. Nachdem ich mich am Tag 3 auf Kawaii und süße kleine Tierchen konzentriert habe, habe ich mich dann am Tag 4 auf Natur, das Grüne und die Balance konzentriert. Mir hat das jetzt einfach geholfen. Und das mache ich auf jeden Fall weiter. Auch wirklich jeden Tag. Das mache ich jetzt weiter und ich werde euch dann in einem Monat oder so wieder dran teilhaben lassen. Ja, so, also jetzt ist erstmal Halbzeit hier mit dem. Das war jetzt schon sehr schön. Ich habe jetzt da eine gute Stunde dran gemalt, vielleicht ein bisschen länger gemalt und gezeichnet. Und macht Spaß, jetzt hier auch mal so ein größeres, also über 2 Blätter, ein größeres Aquarell zu malen. Diese Art von Vögel, ah, das habe ich so viel gemalt vor einigen Jahren. Und das finde ich jetzt toll, dass dieses Skizzenbuch das jetzt wieder zurückbringt, so ein bisschen. Macht mir richtig Spaß und es entspannt mich so sehr. Es kann gut sein, dass ich eine Weile mit dem Thema Balance erstmal weitermache. Ich stelle mir das ein bisschen so vor, mit diesen Vögeln aufeinander balancieren beim Zeichnen, wie wenn jemand an den Strand geht und sich da ein paar Steine nimmt und die aufeinander setzt. Ich habe beim Malen so einen ähnlichen Ausgleich, wenn ich das eben zeichne. Ich habe da wirklich das Gefühl, dass ich innerlich wirklich total ausgeglichen werde. Und mit dem Thema, was ja eigentlich ein altes Thema für mich ist, es ist ein Thema, das ich schon seit vielen Jahren eigentlich male und zeichne, mit dem habe ich mich dann auch wieder total wiedergefunden. Das hat mir so gefallen, mich so entspannt und es bringt mich auch irgendwie tiefer zum Nachdenken, so dass ich ja gar nicht aufhören konnte, das zu malen. Ich habe dann am nächsten Tag, am Tag 6, da hatte ich nicht so wahnsinnig viel Zeit und da habe ich mir einfach das Thema gegeben, mach einfach. Und da wollte ich gar nicht drüber nachdenken und auch nicht viel reinfühlen. Und dann habe ich mir tatsächlich ein eher technischeres Thema ausgesucht. Das hat mir dann auch wirklich mich auch auf eine andere Art und Weise entspannt. Der Tag vorher war eher so emotional und das war dann eher so rational entspannt. Ja, meine Lieben, es ist der 7. Tag, beziehungsweise der 8. Tag. Es ist wieder Samstag und ich habe mein neues Skizzenbuch ja am letzten Samstag begonnen. Und ja, ich werde jetzt noch ein bisschen was skizzieren. Aber ja, im Großen und Ganzen ist die erste Woche fertig. Und ich muss sagen, ich bin stolz. Diese eine Woche visualisieren und sich auf etwas fokussieren und das dann eben visualisieren, hat mir sehr geholfen. Einfach, weil ich meinen Fokus darauf gerichtet habe, dass ich mich entspanne und dass ich zeichne und male, ohne etwas von mir zu verlangen. Und dann kommt man einfach automatisch wieder zu den Themen. Also dieses Thema hier mit den Vögeln, die aufeinander sitzen, oder Tiere oder Balanceakt, das war schon bevor ich an der Akademie angefangen habe zu studieren, vor über 7 Jahren, und da werde ich euch ein Skizzenbuch zeigen, habe ich mit diesen Vogelleitern angefangen. Da gibt es auch hier ein paar, kann ich euch einblenden, ein paar Bilder. Die habe ich auf Instagram hochgeladen, könnt ihr euch gerne anschauen. Und die waren unglaublich beliebt, die haben teilweise 600 Likes. keine Ahnung, ich bin jetzt nicht sonderlich aktiv auf Instagram, aber als ich Instagram angefangen habe, vor 1-2 Jahren, und als ich mehr aktiv war, da haben die ganz viele Likes generiert. Und es ist auch tatsächlich etwas, was mir total Spaß macht, dieses Thema. Und ich bin total froh, dass ich da jetzt wieder drauf gekommen bin. Das ist so ähnlich wie diese Frauen mit den Grenzen. Wenn man da eben loslässt, dann kommen eben die ganzen Themen, die einem vielleicht tatsächlich somit am meisten gut tun. Ich habe einfach durch dieses eine Woche reinspüren gemerkt, ich brauche meine Skizzenbücher, ich brauche diese Kommunikation mit mir und dem Spiegel sozusagen, dem Skizzenbuchblattspiegel, dieses Hin und Her, diesen Prozess, ich brauche den, es macht mich glücklich. Es hilft mir nichts, wenn ich mich dazu sehr schone, weil es ist tatsächlich etwas, was mich total in die Kommunikation mit mir selbst bringt. Es fühlt sich gesund an. Falls euch das Video irgendwie weitergeholfen oder gefallen hat, dann bitte ich euch um ein Like. Das ist tatsächlich das, was uns YouTubern mit am allermeisten weiterhilft. Okay, also, ich zeichne jetzt noch was. Vielleicht sowas auch wie mal irgendwie Stolz oder so. Irgendwie Thema Stolz.
weil ich bin ehrlich gesagt schon ganz stolz, wie ich die Woche durchgehalten habe. Ehrlich gesagt, es war eine anstrengende Woche, viele Challenges und geht gerade ziemlich rund. Es ist Ende des Jahres, unglaublich viele Sachen stehen an. Beziehungen werden umstrukturiert und so weiter, so wie das immer ist, das kennt jeder. Das Ende des Jahres ist oft nochmal so ein bisschen challenging und boah, das war echt hilfreich, also muss ich echt sagen. Ich kann nur für mich sprechen, ich brauche das. Ich brauche das, ich bin ein anderer Mensch, wenn ich mich kreativ jeden Tag ein klein bisschen ausdrücken kann. Genau, und es ist ja dann meistens auch besser für unsere Mitmenschen, wenn man selbst ausgeglichen ist. Ja, dann hoffe ich, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin, bleibt unbedingt kreativ.